Hallo zusammen zum App Review Nummer 113. Ich habe drei neue Apps für euch und wir fangen mit einem kostenpflichtigen an. Und zwar kostet das 79 Cent und nennt sich The Wars. Einmal hier drehen. Und das ist wirklich ein richtig cooles Spiel. Man würde es, glaube ich, so als Castle Defense bezeichnen. Ich starte hier einfach mal ein neues Spiel. Difficult, ja, passt. Und jetzt hat man hier einen Startetat von 150. Ihr seht das hier. Und jetzt kann ich hier einmal, das hier ist meine Burg hier hinten, das hier ist die vom Gegner und jetzt attackiert man sich immer wieder gegeneinander mit Einheiten, gegenseitig nicht gegeneinander. Und hier über diesen Button, diese Kanone hier, könnte ich mir jetzt hier eine draufbauen auf mein Haus und das mache ich hier gleich mal. Die schießt dann immer, wenn hier welche näher kommen und hier auf dieses Einheitenfeld hier unten, wenn ich da drauf klicke, dann kann ich hier auch Einheiten bilden, was auch bitter nötig ist. Ihr seht hier, hier kommen schon die ersten. Und dann wollen wir mal starten. Man bekommt immer wieder Gold, indem man Einheiten tötet, gegnerische. Und dadurch bekommt man auch Punkte, die werden dann hier gut geschrieben. Ihr seht, im Moment sind hier noch 0, die jetzt 15. Und irgendwann, wenn die hier neben diesem Buch die Leiste voll ist, dann kann man in eine neue Zeit übergehen sozusagen. Dann ist man eine Stufe weiter. Jetzt sind wir Steinzeit und später die letzte Stufe wäre dann Zukunft mit Aliens und so. Also ist wirklich richtig cool gemacht. Ihr seht hier, es gibt hier immer verschiedene Einheiten. Die Einheiten wechseln dann auch, wenn man eine Stufe höher kommt. Und diese Special Weapon, die ist immer anders. Das heißt, da zum Beispiel hier fliegt jetzt ein Helikopter und versucht die hier kaputt zu machen. Später kommt dann UFO, dass er landfliegt oder irgendein Bomber. Und das ist halt immer mit die wichtigste Taste, die ihr drücken könnt, weil ihr müsst halt aufpassen, dass eure Burg nicht attackiert wird. Das Ziel ist es halt, die Burg des anderen zu zerstören. Und wenn man auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt, dann ist das schon echt nicht leicht. Und diese Special Weapon, die hilft da schon. Ihr seht hier, jetzt steigt die gerade wieder. Ja, das ist eigentlich das ganze Spielprinzip. Das Spiel kostet 79 Cent und es macht wirklich unglaublich viel Spaß. Es ist zwar immer das Gleiche, das heißt, die Gegner greifen an und bla. Es läuft auch immer auf dasselbe hinaus. Das heißt, wer am Ende als erster, ich glaube 150.000 kostet der dann, also an Geld, wie die Einheit heißt, weiß ich nicht. Und wenn man die dann gebildet hat, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Das heißt, wer die bildet, hat gewonnen. Es läuft immer auf dasselbe hinaus, aber trotzdem, es macht Spaß und für 79 Cent kann ich diese App nur empfehlen. Ich habe sie jetzt schon wirklich sehr, sehr oft gespielt. So, noch einmal Special Weapon. Ich frage mich, wieso der grüne Rotorblätter hat. Naja. Auf jeden Fall, das soll es hiervon gewesen sein. Das ist The Wars und von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist wirklich eine App, die man immer wieder mal spielen kann. Jetzt auch eine richtig coole App und zwar ist sie sogar kostenlos. Upsala. Und zwar heißt sie Doodlefly und Fly to the Moon. Glaube ich so als, ja, Fly to the Moon. Was man hier machen muss, man kann hier erstmal seinen Charakter erstellen. Ich habe mir hier einfach einen roten Ball gemacht, weil ich da sehr kreativ bin. Man kann da auch irgendwas anderes malen und ich habe auch ein Strichmännchen schon gehabt und so. Das geht hier dann über Change, könnt ihr das wechseln. Es gibt hier verschiedene Modi. Ich mag am liebsten den Arcade-Mode. Und ihr müsst halt versuchen, mit Hilfe oder mit diesem Charakter, den ihr da zeichnet, oder diesem roten Ball in meinem Fall, müsst ihr versuchen, so weit zu kommen wie möglich in ein Level. Ihr werdet von einem Elefanten abgeschossen und dann sammelt ihr Punkte und versucht, so weit zu kommen wie möglich. Ihr könnt dabei, könnt ihr noch Upgrades installieren. Und zwar hier in diesem Bereich, ihr könnt die Elefantenpower, der Elefant schleudert euch dann weg, ihr könnt den Luftwiderstand, ihr könnt hier noch eine Wolke, die euch trägt, ein Flugzeug, das euch wieder hochzieht und so, ihr könnt eine Rakete habt ihr noch, die könnt ihr hier upgraden und hier noch ein paar andere Sachen. Also das ist wirklich nützlich hier und das ist auch wirklich, sollte man machen. Ich starte jetzt einfach mal das Level, um euch das einmal zu zeigen. Ihr seht hier den Elefanten. Und jetzt sollte man versuchen, hier so einen 45-Grad-Winkel hinzukriegen, indem ihr hier auf diesen Button hier klickt. Ups, der. Okay, das war nicht 45 Grad. Und jetzt schießen wir den ab mit dem nächsten Klick und versuchen, so weit zu kommen wie möglich. Wie gesagt, das Flugzeug zieht euch hoch. Die Wolke trägt euch ein bisschen weiter. Die muss man dann erstmal auch
per Upgrade holen. Und hier mit Hilfe dieser Rakete, ihr seht hier diesen Boost, kommt ihr immer höher. Und der lädt sich auch immer wieder nach. Hier oben seht ihr einmal, wie viel ihr schon eingesammelt habt. Hier unter Cash, dann Distance, wie weit ihr schon geflogen seid. Und hier seht ihr die Zeit. So, fliegen wir nochmal hoch. Fliegen wir nochmal hoch. Lass uns mal tragen. Und wie gesagt, das ist das ganze Spielprinzip. Man hat pro Level immer solche Aufträge wie komm 6000 Fuß weit oder flieg 2000 hoch oder so. Und wenn man diese Aufgaben dann geschafft hat, kriegt man auch immer wieder Punkte. Und wenn man dann die Critical, also die kritische Aufgabe gelöst hat, im Moment wären das hier 30.000, ich bin gerade mal bei 5.000, dann schaltet man immer ein neues Level frei. Und bis man so ein Level dann fertig hat, das dauert dann schon mal, weil man spielt das dann immer wieder hintereinander durch, dann schafft man es einmal nicht und wie gesagt, man sammelt dann immer wieder Geld, upgradet dann irgendwas, fliegt dann ein bisschen weiter und so, bis man das Level dann geschafft hat. Dadurch ist das wirklich sehr, sehr motivierend und daher, dass es kostenlos ist, kann ich es wirklich jedem nur empfehlen. So, und jetzt kommen wir zur teuersten App und zwar zu Gorilla Bob. Kostet 2,39 € und ist, glaube ich, von Chilingo, soweit ich weiß. Ja, dürfte passen. Und in diesem Spiel, das ist so ein Dual-Shooter, das heißt, ihr habt hier so zwei Knöpfe, mit denen ihr schießt. Wir laden hier einfach mal ein Spiel, so. Und ihr kämpft euch dann halt so durch Level durch. Es ist kein komplettes Highscore-Spiel, das heißt, ihr seid hier schon so im richtigen Level, wo man auch aufpassen muss, wo man hingeht und so. Ihr seht hier, oh, eine neue Waffe. Man hat hier verschiedene Waffen. Jetzt habe ich hier einmal so einen Flammenwerfer. Dann das normale Maschinengewehr und jetzt habe ich hier gerade noch sowas anderes Schönes gekriegt. Ja, wir bleiben mal kurz beim Maschinengewehr. Wie gesagt, ihr steuert hier mit diesen Knöpfen, mit dem linken steuert ihr, mit dem rechten feuert ihr. Hier oben seht ihr eure Anzahl der Leben und hier seht ihr, wie viel Leben ihr noch habt. Mittel, das zeigt diese Zigarre an und ihr versucht halt so weit zu kommen wie möglich. Moment, vielleicht kommen wir dann gleich nochmal zur Übersichtskarte. Oh, der ist böse. So, dann rennt ihr hier halt einfach durch, tötet alles, was ihr seht. Und die Steuerung ist wirklich gut gelungen. Ich halte von diesem Prinzip eigentlich nicht viel mit diesen beiden Steuerknöpfen, aber die ist hier wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Die Grafik ist schön. Was mich ein bisschen stört, ist, dass, okay, ich hatte was anderes erwartet. Ich hatte erwartet, dass es wirklich so eine Art Rollenspiel ist. Das heißt, man läuft hier durch von Level zu Level. Aber es ist am Ende doch nur ein Highscore-Spiel. Das heißt, wenn ihr dann, es gibt zwar verschiedene Level, wir kommen auch gleich hoffentlich nochmal zur Übersichtskarte. Es gibt verschiedene Level, aber wenn ihr dann einmal gestorben seid, das heißt, wenn ihr überhaupt keine Level mehr habt, dann müsst ihr wieder komplett von vorne anfangen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich dachte, man hat so drei Level, also drei Leben pro Level zur Verfügung, hat man aber leider nicht. Aber wie gesagt, dafür ist es dann doch für 2,39 € doch zu empfehlen, weil es ist lustig für zwischendurch, hat eine tolle Grafik, hat eine gute Steuerung. So, mal gucken, was... Aha, eine Medaille. So. Ja, wie gesagt, ich glaube, viel mehr kann ich euch hiervon auch nicht zeigen. Wer solche Dual-Shooter-Spiele mag, was... das Minigore zum Beispiel, der kann hier auf jeden Fall bedenkenlos zuschlagen. Für die anderen einfach mal ausprobieren, 2,39 € ist ja auch nicht die Welt. Mal gucken, ob ich noch einmal hier Save and Quit auf die Übersichtskarte komme. Es gibt zwei Schwierigkeitsgrade, hier so eine Einleitungsgeschichte und hier seht ihr die Karte. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Level und ja, wenn man einmal komplett gestorben ist, muss man wieder von vorne anfangen. Aber wie gesagt, 2,39 € kann man doch dafür mal ausgeben. So, das soll es jetzt auch gewesen sein mit diesem App-Review. Ich glaube, ich habe wieder viel zu lange gelabert. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es natürlich bewerten, Kommentar machen, mich abonnieren, wie ihr wollt. Ich bin raus hier, wünsche euch einen schönen Tag und verabschiede mich mit einem Klick.